Und dann hat der 120. mir den Link geschickt. Und da habe ich gedacht, schreibe ich doch mal zurück. Ja, hören wir drauf. Vergesst mal Karrierezeug und Lebenslauf. Schaut in die Wolken, bis sie lila werden. Sammelt Hausdacherlebnisse. Aber hört nicht dabei auf. Ja, kümmert euch weniger um Klausurergebnisse. Ja, leben wir mit hohem Dopaminverbrauch. Sausen wir Abhänge runter, mit Wind im Gesicht und Sonne auf der Haut. Aber hören wir nicht dabei auf. Ja, lass mal freuen, so viel es geht, und uns keine Sorgen machen um morgen. Seien wir nicht so super ernst drauf, gerade bei Sachen mit kurzer Halbwertszeit. Aber hören wir nicht dabei auf. Hören wir nicht dabei auf, sondern hören uns die Geschichten an, die die Alten zu erzählen haben, Baby. Denn wer kann zu den Alten gehen und ihren Geschichten zuhören, wenn alle gerade damit beschäftigt sind, auf Hausdächern zu stehen oder Slam-Videos anzusehen? Lass mal nicht nur krampfhaft darauf bedacht sein, Erlebnisse zu sammeln für unser Erlebnissammelalbum. Lass mal die Alten aus ihrer Einsamkeit befreien. Lass mal den Hungrigen was zu essen geben. Lass mal die Kranken besuchen und die Fremden kennenlernen. Dabei werden wir nebenbei bestimmt auch viel erleben. Erlebnisgesellschaft und so hat Schulze schon gesagt. Waste your life for Christ, haben Good Weather Forecast gesagt. Und lass mal, statt sich jetzt zu stressen und mit eigener Anstrengung zu versuchen, zur Karriere noch Hausdacherlebnisse zu pressen und auch noch Alte zu besuchen, uns mal die Freiheit schenken lassen. Von dem, dessen Namen Weg und Leben sind. Von dem, der sogar liebt, wenn alle hassen. Dem, der den Tod begraben hat. Dem, den alle Schubladen nicht fassen. Dem, der sagt, alles auf Anfang und Schuldencut. Und ich lade dich ein in die Wohnung bei meinem Vater im Haus. Der Sinn des Lebens ist zum Glück mehr als Leben. Gottes Liebe annehmen und weitergeben. Gott und den Nächsten lieben. Auch über dieses Leben raus.